Das ist Frau Bohnenstange Lilith. Guckt euch mal diese Beine an. Geht mal gar nicht, oder? Ja, in Oblivion haben sie sich irgendwie dafür entschieden, Männern und Frauen komplett den gleichen Körper zu geben. Und irgendwie auch die gleichen Gesichter. Aber das hat unsere Mod ja verändert. Vielleicht ist in Cyrodiil auch einfach... Ist total in, Transgender und Twitterwesen Greetings. Zu, spielen? Nein, wie heißt denn das? Zu sein, genau. Morning Glory. Yay. Wir sind die Alchemisten. Wir sammeln jede Menge Zeug ein. So, was wollen wir machen? Genau, ich hatte mir überlegt, worauf ich jetzt Bock habe, was ich jetzt machen möchte. Wir sind in Stalingrad oder wie diese Stadt heißt und möchten jetzt ganz gerne Quests machen. Und zwar haben wir einmal die Quest Paranoia mit diesem lustigen Typen hier. Wie heißt er? Glad hier. Den Namen kann man sich mal gut merken. Der will unbedingt, dass wir um 6 Uhr morgens vor seinem Haus stehen, um zu beobachten, was Bernadette macht, die ja angeblich extra zu ihm hingezogen ist, um ihn zu beobachten. Das ist ihr Haus, das ist sein Haus und morgen früh gehen wir dahin und schauen uns das mal an. Bis morgen früh ist aber noch ein bisschen hin. Wir haben es ja jetzt erst 4:30. Das heißt, wir gehen erstmal noch was anderes machen. Wir haben hier noch diese Nirnroth-Quest zum Beispiel. Und die machen wir jetzt mal als aktive Quest und gucken einfach mal, wo der Kollege sein soll. Nämlich hier in diesem schwarzen Fleck. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal in die Richtung und springen dabei fröhlich. Gucken mal, wo der Typ ist. Sind das wohl auch Pflanzen hier? Yay, Morning Glory. What's the story, Morning Glory? Ein Oasis-Song. Yay. Großartig. Wenn man mich so reden hört, manchmal könnte man denken, ich wäre so ein wandelndes Lexikon von der Popkultur. Dabei bin ich das überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, was das für ein Song ist. Ich kenne nur den Namen zufällig. So. Westwild Inn. Das scheint mir die Taverne zu sein. Und da ist dann wohl offenbar auch unser Typ des Vertrauens, den wir fragen sollen, was Nirnfurz ist. What is it now? Godhater. Oh, hi. Ich habe gehört, du hasst mich. How are you? Greetings, Dunmer. Bist du das? Nee. Wer ist... Du siehst you komisch aus. I'll turn your bones to ash. Alter. Wie unfreundlich die sind. Afternoon. Ich hoffe, das ist What's nicht der mix? Typ, den wir ansprechen sollen. Wie hieß der nochmal? Sinderion. Du bist nicht Sinderion. Yep. Du bist auch nicht Sinderion. Du auch nicht. Aber wir haben hier einen Questmarker. Der führt uns vielleicht dorthin. Wow, wir sind total krass drauf. Und schleichen hier im Keller rum. Ach, der Weinkeller, guck. Hier haben sie ihre Spirituosen gelagert. Cyrilli Brothers. Ja, genau, das war doch das, wovon die ganze Zeit geschwärmt haben, als wir gerade die Stadt betraten. Hallo, du bist der, mit dem wir reden sollen. So, you've brought something for me to examine. Oh, er scheint hell sehen zu können. Er wusste schon, dass wir ihm das bringen. Jetzt habe ich Angst vor dem Typen. Guck mal, wie der guckt. Nun. Nirnroth. Yes. This is a genuine Nirnroth sample. Yay. Very nice quality, in fact. Zufall. Hmm. That gives me an idea. Since you already know what they look like, do you feel up to a bit of a collecting expedition? Eine Sammelquest. Na klar, was soll ich machen? Excellent. But before you go, you're going to need to learn a bit more about Nirnroth. Otherwise, you may walk in circles and never find any. Wie? Also, wenn ich nichts mehr über Nirnroths erfahre, laufe ich nur noch im Kreis? Das ist aber nicht schön. Ich kann ihn auch über Glathir fragen. Weiß Glathir was über Nirnroths? I don't mean to gossip, but he is more than a bit strange. However, he's always been tolerated as the town eccentric. Ja, so wie ich. Ja, gut. Was sollen wir denn jetzt machen mit der Nirnroth? A few years ago,
An adventurer not unlike yourself sold me a musty old tome containing alchemical formulas. Most of them were worthless. Yeah. But one of the moldy pages contained a recipe for a potion known as an elixir of exploration, a sort of ultimate dungeon delver's brew. Whoa, ultimate dungeon brew. Except it required an extremely rare ingredient. Yes, you guessed it, the Nern root. I put the book aside because, frankly, I had so many other delicate experiments going on that I just didn't have the time to go plant hunting. Natürlich, aber ich hab now die, oder was? Here, that changes. Ja, wir sind wieder die Handlanger. Oh, ich hab ja Besseres zu tun, als in der Gegend rumzulaufen und Nirnroots zu sammeln. Aber du könntest das machen. Ich könnte ihm diese Nirnroot-Pflanze auch einfach in den Mund stopfen und gehen. Nein, wir machen das. Natürlich, wir sind ja... Vielleicht kriegen wir ja eine Belohnung dafür. Oder vielleicht dürfen wir ja welche von den Pflanzen behalten. Die scheinen nämlich sehr wertvoll zu sein. Elixir of Explorazione. The Elixir of Exploration is a multi-purpose potion that was obviously created with the Dungeon Explorer in mind. Yay, das sind wir. The formula describes many magnitudes of the brew. If you're interested, I wrote a short missive about it for the Imperial Alchemy Symposium. You bring me 10 samples of Yeah, jetzt grinst er. I'll make the elixir available to you. Das ist so typisch. As well as give you one for free. Oh, einen können wir behalten. The best place for you to start would be von den 10, die wir sammeln. Which is a part of the great forest northeast of here. Good luck and hurry back with more of the Nirnroot. Ja, danke. Aber wie krass, wie viel er jetzt erzählt hat, nur für dieses Nirnroot-Sammelquest. Das ist krass. Finde ich aber toll. Nur ich fand es so witzig, wie er halt... Ich dachte schon, na, wann kommt der Auftrag, dass ich so und so viel sammeln soll? Und in dem Moment, wo er dann anfing, sammel mir 10 Nirnroot-Finger an, Welcome so doof back. Und wissentlich zu grinsen. Er scheint auch ein Liebhaber von Sammelquests zu sein. Er steht hier den ganzen Tag und gibt irgendwelchen Adventurern Sammelquests und freut sich ein Ast dabei. So. Hi. Eigentlich müsste ich dir jetzt deine Erdbeeren klauen dafür. Aber er hat uns versprochen, dass wir eine behalten können, wo ich mir so denke, ich könnte auch einfach alle 10 behalten. Aber er hat auch von einem interessanten Zauber gesprochen, den wir eventuell lernen können, wenn wir diese Questreihe machen. Weshalb? Vielleicht ist das ja ein Zauber, wo man dann irgendwie... Warte mal, ich muss mal gucken, was steht da denn? Blablabla, Sindarin, blablabla. Ich muss das nochmal nachlesen auf Englisch. Teilweise ist die Sprache hier ein bisschen weniger zugänglich als das Englisch in Skyrim. Das ist noch ein bisschen gehobenere Sprache. So, Rare Root can be powerful ingredient, blablabla. Das haben wir verstanden. Nur die Frage war jetzt gerade noch... Nee, steht hier leider gerade nicht. Da sollen wir hin. Shade Leaf Copes. Die Frage wäre jetzt für mich nochmal gewesen, was wir da für eine Belohnung bekommen, was das für ein Zauber ist, von dem er da gesprochen hatte. Aber das erfahren wir wohl erst, wenn wir fertig sind. Naja. What is it? Nee. Das ist wie, wenn man 10 Jahre zur Schule geht und erst hinterher erfährt, ob sich's gelohnt hat. Ob man dann überhaupt einen Job findet und so. Ihr wisst schon, ein toller Vergleich. Ich bin der Beste. A coin for an old beggar? Beggar? Ein old beggar. So, Foul Fargus. Sollen wir das jetzt machen? Also eigentlich... Ich überlege, wie spät ist es denn? Ja, wir haben aber noch Zeit, ne? Was übrigens total geil ist, ich werde sicherlich schon sehr viel auf den Sack gekriegt haben von euch dafür. Aber ich wusste ehrlich gesagt, ich hatte ganz vergessen... Au. Hallo, Schild. Ich hatte ganz vergessen, dass wir ja ein Pferd bekommen haben. Oder hätten. Da oben. In Coral. Hätten wir halt von den Mönchen da ein Pferd gestellt bekommen. Und das hätten wir sogar behalten können. Und ich war zu blöd und hab's vergessen. Und jetzt bin dann halt zu Fuß durch den Wald gelatscht. Durch die Botanik. Naja. Ich sammel Pflanzen. Und steck mit dem Kopf im Pferdearsch. Yay. Hier haben wir wenigstens ein Steinpferd. Wir könnten ja das nehmen. Ist nur nicht so schnell wahrscheinlich. Das war echt blöd.
Na gut, ist ja nicht so wild, denn der Weg bis zum Shadeleaf Copse, was auch immer das ist, ich hoffe, es ist keine Höhle, ist nicht so weit. Und ich liebe immer noch dieses Gefühl, einfach überhaupt nicht zu wissen, was mich erwartet. Es ist irgendwie großartig. Und für die Zuschauer vielleicht auch. Wir werden uns das Pferd übrigens später noch holen. Ich werde das jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass wir dieses Pferd... Ich meine, ich könnte jetzt hinreisen und es einfach holen per Schnellreise. Ich vergesse immer, dass wir das ja hier können. Wir sind ja hier nicht in Requiem. Andererseits... Nee, komm, wir gehen da gerade zu Fuß hin, Mensch. Die faule Jugend von heute ist ja furchtbar. Außerdem skillen wir damit unseren Akrobatik-Skill. Wir können ja jetzt schon voll hochspringen. Yay. Und das sieht auch überhaupt nicht dämlich aus. Yay. Yay. Boah, dieser Schild, ne? Also ich habe ja im Winter schon Kinder gesehen, die auf sowas Schlitten fahren. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die auf sowas essen. Naja. Yay. Wir sind auf dem richtigen Wege. Ich weiß übrigens nicht, ich glaube, rot von dem Questmarker bedeutet, dass es irgendwo drin ist. Also, dass wir nicht direkt dorthin können. Und grün bedeutet, glaube ich, dass es außen ist. Also, dass es auf der gleichen Ebene ist, wo wir sind. Mache ich diese komischen Flattergeräusche? Ja. Naja, und ihr müsst euch halt vorstellen... Oh. Reispflanzen. Ach, wie cool. Die sind ja hier richtig im Wasser angebaut, so wie man Reis wirklich anbaut. Also der muss nämlich... Das ist nämlich eigentlich eine Sumpfpflanze, Reis. Und man sieht halt in Asien ganz... Die bauen halt da Reis an, wie wir hier in Europa das Korn. Also in den Mengen. Und das habe ich auch schon gesehen. Das sind halt dann so riesige Felder, die halt voll bewässert sind. Das finde ich irgendwie gerade schön, dass sie da das authentisch gemacht haben. Ein Wasserfall. Was ich gerade sagen wollte, die Welt hier sieht natürlich nur deswegen so schön aus, weil ich eine Mod dafür installiert habe, oder zwei sogar. Einmal irgendwas mit Overhaul. Scheiße, ich weiß die Namen nicht. Naja, ihr seht es in der Beschreibung. Aber diese beiden Mods machen halt... Hallo, Fordhaven. Bist du cool? Die machen halt, dass die Umgebung wesentlich bepflanzter ist und irgendwie viel, viel schöner aussieht. Das wäre hier sonst sehr viel karger und langweiliger. Hallo, das hier sieht mir nach einem kleinen Militär. Ist das euer Ernst? So, ich dachte gerade, das wäre Weed. Hi. What can I do for you? Ach, das ist nur eine Guard. Die wird uns nicht sagen können, was hier los ist. Take care. Wir sammeln weiter schön Pflanzen. Ich hoffe, wir sind nicht gleich voll überladen. Ich kann ja mal gucken, wie viel wir noch tragen können. Och, nö, da ist noch Platz. Noch Platz in unserem Beutel. Ich frag mich ja ein bisschen, was das hier ist. Warte mal, ich brauche mal die lokale Karte. Fordhaven Hall. Vielleicht erzählen die uns das ja, wenn wir hier reingehen. Ich lasse mich auch überhaupt nicht ablenken. Ich wollte eigentlich die Quest machen. Hallo. Evening. Vielleicht ist das hier einfach nur das Haus von den, Guards. Vielleicht ist das gar nicht so cool hier. Let's hear it. Oh. Evening, ma'am. Du hast einen Namen, aber von dir können wir auch nichts erfahren. Nur Rumors. How did the Dark Elf become Count Chadenhall? King Helseth and Berenzia have considerable influence, and Helseth and Indaris are cronies. Get it? Ich habe aber auch gar nicht danach gefragt. Nein. Naja, der hat einen Mond auf seinem Wams. Ich schwamm's dir gleich auf dein Wams. Warum auch immer. Keine Ahnung. Er hat es einfach verdient. So. Oh. Living Quarters. Kann man hier wohl was entwenden? Naja, gut, die Soldaten haben natürlich nicht so viel Geld wahrscheinlich, wo man irgendwas... Make a pilgrimage to a way shrine of Julianos and henceforth receive a blessing at Julianos' holy altars. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, habe ich denn einen bekommen, oder...
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich erst... Ach so, das heißt bestimmt, dass wir erst irgendwie eine Quest machen müssen dafür oder so und Schwachsinn. Steht da natürlich nicht. Soll man halt rausfinden. Oder ich bin zu dumm, um es zu verstehen. Das kann auch sein. Eine Notiz. For the attention of all refugees. Ja. These quarters have been provided by Count Janus, bla bla bla, if possible, Captain Dion. Den kennen wir. Mit dem haben wir schon gesprochen. Über Gartier. Bla bla bla. Better protection of the city walls. Okay. Ja. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Ach so, die haben den irgendwie da einquartiert oder so. Ja gut, dafür habe ich jetzt sehr lange gebraucht. Aber bin halt ein bisschen dumm, müsst ihr wissen. Wenn ich ein Buch kriege, dann denke ich immer, ich muss mir das auf den Kopf hauen. So, und mit Schriftrollen wische ich mir den Hintern ab. Ja, gut, wir gehen wieder raus. Oh, Skingrad Shield. Ist das besser als das, was wir haben? Bestimmt auf jeden Fall hübscher. Light Armor natürlich. Das weiß ich nicht, was das hat. Können ja mal gucken. Und wenn wir es nicht brauchen können, legen wir es wieder hin, weil wir ja voll lieb sind. Wo ist es denn jetzt? Ach, da. Ist aber auch Light Armor. Fällt auch überhaupt nicht auf, wenn wir mit dem Skingrad-Shield jetzt rumlaufen. In der Festung von den Skingrad-Wachen. Naja. Ja, deswegen laufen wir lieber mal schnell wieder weg. Und es sieht so aus, als wäre hier sonst nichts zu holen. Erstmal, vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Quest, die uns hier hinführt, zu dem Sergeant oder so. Jedenfalls haben wir eine Mission, liebe Kinder. Wir haben eine Mission und die werden wir auch... der werden wir auch Folge leisten. Allerdings müssen wir irgendwie hier voran vorbei. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Third-Person-Perspektive von Morrowind irgendwie fail ist. So zumindest vom Gefühl her. Voll schwammig und komisch. Naja. Wir sind auf jeden Fall gewappnet, falls uns jemand angreift. Und bis dahin sammeln wir Blümchen. Blümchen, 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 Blümchen. Boah, wir können gleich so viel Alchemie betreiben. Warum habe ich Ausdauer verloren? Ich habe keine Ahnung. Vom Blumenpflücken, weil das so ansteckend ist. Blumenpflücken ist ansteckend. Wenn einer das macht, müssen es plötzlich alle machen. Und das ist der Grund für die globale Erwärmung. Ich schwör's euch. So. Das ist die neue Version von The Walking Dead. Zombies sind jetzt nicht mehr Menschenfresser, sondern Blumenpflücker. Immer wenn man zum Zombie wird, will man den ganzen Tag nur noch Blumen pflücken. So, das ist irgendwie nicht lustig. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Ich bin so geboren worden. So. Ja, wir sind hoffentlich gleich da. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Was ein Copse ist, habe ich keine Ahnung. Ist ein Wort, das mir persönlich jetzt nicht so geläufig ist. Wir machen mal die lokale Karte auf und wir sind gleich da. Es wird dunkel. Ich hoffe, es ist kein Problem. Hallo, Sir Wolf. Was? Na super. Stirb weg! Ja, das war jetzt irgendwie zu erwarten, dass hier Gegner sind. Ich werde demnächst auch mal meinen Knochenmann lieber beschwören, der mich
rettet. I have reached the Shadleaf Corps. I can now begin my search for the Nern Root. Yay. Da hinten ist eins. Ach, das ist einfach nur so eine Grotte, so ein See, so ein kleiner, so ein Bächlein. Nee, wie heißt denn sowas? Das ist ein Tümpel, genau. Yay, wir haben schon zwei Nern Roots gesammelt. Sind die besten. Wir haben sie dabei nicht zerrissen. Kann man hier wohl auch im Wasser gammeln? Was ist das? Ein Skelett mit zwei Lockpicks und einem Spoon und einen Schädel. Was ist hier wohl passiert? Hier wohl noch mehr im Wasser? Wenigstens ist dieser komische Bug weg, den ich am Anfang hatte, dass unter Wasser plötzlich aussah, als hätte sich ein Oblivion-Tor geöffnet. Die alternative Art und Weise, die Hauptquest zu lösen. Einfach tauchen. Einfach untertauchen. Das ist für manche Menschen ja sowieso irgendwie der alternative Weg, ihre eigene Hauptquest zu lösen. Plötzlich untertauchen. So, wir haben jetzt aber irgendwie nur vier Nern Root gefunden. Ich hoffe, hier gibt es in der Gegend noch mehr. Also anscheinend wachsen die am Wasser. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist ja in Skyrim auch so. Die Frage ist nur, ob hier noch mehr Wasser ist. Höre? Das ist nur ein... War das gerade nur ein Rauschen des Waldes oder ist hier noch mehr Wasser? Sieht gerade nicht so aus. Also der hat uns jetzt... Der will jetzt, dass wir 10 Nern Root sammeln. Und schickt uns zu einem Ort, wo es nur 4 gibt. Entweder der Typ kann nicht zählen. Oder er sieht doppelt. Dann sind es aber nur 8. Tja. Doofe Geschichte gerade. Warte mal, aber wenn das ein Tümpel ist, hat er nicht auch einen Zulauf irgendwo? Nee, hat er nicht. Und in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Da ist hier ja irgendwas Cooles. Dieser Steinsformation. Auch obendrauf. Oder unten drunter. Nee, ist nix. Hier waren einfach nur 4. Na super. Es wird dunkel. Man hört es an der Musik. Nochmal ins Questloch gucken. Reach the bla bla. Ja gut. Ja gut, good starting point. Er hat gesagt, ein good starting point. Wo ich mir halt denke, ja, er wusste wahrscheinlich schon, dass das eine längere Geschichte wird. Dann sind wir mal total schlau und gucken gleich auf der Karte, wo es noch mehr Wasser gibt.